Hallo liebe Wummerklick-Freunde, ich stehe jetzt hier am Yachthafen Dreiländereck in Lauenförde. Hier gibt es eine Kombination zwischen Camping und Stellplatz und dieser ist dann angegliedert um einen stillen See und das direkt an der Weser. Wir finden hier drei Stellflächen vor. Die Hauptstellfläche, die sieht man hier im Hintergrund. Dann gibt es im Gelände innern ebenfalls Stellflächen. Auf der Landzunge gegenüber findet man weitere Plätze für die Wohnmobile. Was hier ganz besonders ist, ihr könnt das Boot mitnehmen. Es wird hier kostenlos in den See hineingelassen und dann könnt ihr einen Steg dazu buchen. Im Sanitärhaus finden wir die Toiletten und Duschen, ein Raum mit Waschmaschine und Trockner, eine Pinnwand und eine Büchertauschecke. Neben der Anmeldung gibt es die zweckmäßige Entsorgung. Die Gaststätte zum Hafenblick öffnet die Gaststube und bei schönem Wetter den Garten. Am Hauptstellplatz stehen münzbetriebene Stromsäulen. Gegenüber, auf der anderen Seite, wird der Strom pauschal abgerechnet. Wenn ihr hier auf dem Campingplatz ankommt, meldet euch zuerst im Büro an. Danach fährt ihr auf euren Stellplatz und fängt an zu genießen. Bis bald, wir sehen uns beim Yachthafen Dreiländereck Lauenförde. Wilfried, schönes Wetter hier am Dreiländereck. Wo sind wir genau? Wir sind hier im Yachthafen Dreiländereck Lauenförde. Das liegt an der Oberweser im Weserbergland. Hier neben uns ist ein stilles Wasser. Das wurde ursprünglich... Es war früher mal ein Kiesteich. Ja. Zwar von meinen Eltern. Die haben das ausgeschürft. Danach haben sie angefangen mit den Steganlagen hier. Und alles andere, was hier ist, hat sich drumherum entwickelt. Mhm. Nach und nach. In den letzten 25 Jahren, kann man sagen. Mhm. Ja. Und hier kann man ganz in Ruhe sich um sein Boot kümmern, kann es anlegen, kann das fertig machen und kann dann von hier aus in die Weser fahren. Und das ist schon gar nicht so schlecht. Es wird auch ganz gut angenommen. Und Radfahren hier groß geschrieben. Ja, absolut. Wir haben also sehr schöne Radwege bei uns an der Weser. Und vor allem auch anspruchsloser. Man braucht also kein geübter Radfahrer sein, um hier Fahrrad zu fahren. Wir haben also keine nennenswerten Berge hier. Also das ist für jedermann was hier. Ne? Mhm. Zur Erholung pur. Und dann hast du ja einen Stellplatz, der untere, das ist der Hauptstellplatz. Da kommen nur Wohnmobile hin. Dann haben wir hier im Hintergrund, da wo dieses Wohnmobil steht, da darf man sich hinstellen, ob Wohnwagen oder Wohnmobil. Ja genau, da mischen wir die Wohnwagen mit den mobilen. Wir haben also einen festen, geschotterten Wohnmobilplatz, also da kann es ruhig 14 Tage regnen, er ist so bombenfest, dass da nichts dran passieren kann. Jetzt so in der Jahreszeit hier fahren die Leute auch ganz gerne auf die Wiesen hier. Da kann man sich auch ein bisschen ausbreiten, wenn nicht so viel los ist. Mhm. Und wir sind auch stolz drauf, dass es hier so bei uns so ruhig abgeht und dass die Leute sich auch entsprechend entfalten können. Und das soll eigentlich auch so bleiben, wie es ist. Mhm. Erzähl noch was über diese Landzunge, die da hinten ist. Für Gruppentreffen, etc. Ja, wir haben eine größere Wiese direkt an der Weser und direkt bei uns am Teich. Und da haben wir des Öfteren im Jahr haben wir denn da Wohnmobiltreffen, also wir haben zum Beispiel so ein Partyzelt, das stellen wir zur Verfügung für schmales Geld, 5x10 Meter, und das bauen wir dann auch mit auf. Denn können die Wohnmobile sich bei uns im Prinzip auf dieser Wiese da ausweiten, wenn es größere Gruppen sind, die können sich so entfalten, wie sie gerne möchten. Mhm. Wir unterstützen das, wir organisieren auch hier, so, wenn sie wollen, wir können Planwagenfahrten machen, wir können Touren in Solingen organisieren. Bei uns ist auch noch möglich, dass sie ein kleines Lagerfeuer machen, das ist alles möglich. Mhm. Wir können Holz besorgen. Mhm. Also ich unterstütze da jeden, wie er das gerne möchte. Ne? Mhm. Die Wiese ist begrenzt auf maximal so circa, ich würde sagen, 40 Fahrzeuge. Aber dann haben wir das auch so, dass man genügend Platz hat, dass man also sich ja nicht so gegenseitig auf den Teller gucken muss. Ne? Mhm. Und wenn ihr hier hinfährt, bei der Rezeption, da haltet ihr kurz an, schaut, ob der Wilfried da ist. Dann sagt ihr, was ihr wollt, ob ihr zum Hauptplatz wollt oder lieber da in die Wiese raus. Und er wird euch dann erklären, wie ihr euch verhalten müsst. Und Wilfried, dann hoffen wir, es kommen da viele Wohnmobilisten, aber eben auch Garmann-Fahrer, freuen uns, wenn du da
viele Leute da neu kennenlernst. Würde mich freuen, dass man neue Gesichter sehen würde. Und ich denke mal, den meisten wird es auch gefallen hier. Gut, also wir sehen uns im Yachthafen Dreiländereck.